Eigentlich hatte ich ja gedacht, wir machen da irgendwie so über das Thema Achtsamkeit reden. Jetzt stelle ich fest, dass ich irgendwie darauf warte, bis irgendwie so eine Gruppe zusammengekommen ist. Aber vielleicht findet es auch kaum statt, dass da jetzt wieder eine ganze Gruppe zusammenkommt. Wir sind die Gruppe, so ist es im Barcamp. Aber macht ja nichts. Genau deswegen kann der Tobias vielleicht mal erzählen, was ihn gerade interessiert an dem Thema Achtsamkeit. Oder? Wir haben sowas schon im Angebot teilweise, so achtsame Mittagspause wird von Wer einem ist uns. wir? Wir ist das Erzbischöfliche Ordinariat München, also die Okay. Verwaltungsbehörde der Kirche mit ca. 1400 Mitarbeitern für München und Freising. Und ich kriege immer sowas, so, teilweise so Wünsche, dass man vielleicht heutzutage sowas auch online macht und wollte jetzt Ja. einfach mal so ein bisschen schauen, ob ich dem Kollegen ein paar Tipps geben kann. Ja. wir Also haben, dazu vielleicht das. kaufen zwar gerade so ein E-Learning dazu ein, aber das ist, da halte ich nicht ganz so viel davon. Genau, das ist ja die Herausforderung, ne? Dieses doch persönliche oder ja, eigene Innenschau-Thema dann mit online zu verbinden. Genau. Also was meine Erfahrung da ist, ist im Unternehmensumfeld, ich bin bei Siemens, da hatten wir das halt als Mittagsmeditationen angeleitet in einem Raum gehabt. Und das auf ein Online-Format umzustellen, war ziemlich einfach. Ne? Da lädt man halt in Teams ein, trifft man die Leute. Und sonst ist jetzt auch nicht viel Interaktion gewesen, sondern halt irgendwie ein stilles Sitzen. Und eine angeleitete Meditation. Und es geht online sehr gut. Mit dem Guide, den wir jetzt erstellt haben zum Thema Training oder Achtsamkeit zu erlernen, glaube ich, ist es wichtig, dass man halt als Gruppe dann zusammen ist, ne? Dass man sich sozusagen gegenseitig unterstützt, in diesen Mindset reinzukommen, den ich empfinde, der ist auch gut, was ich gestern schon gesagt habe, ist diesen Blick dann auf sich zu richten. Ne? Also, und es wird halt durch erstens mal so eine Struktur unterstützt. Und so, also die Struktur heißt halt, wenn jeder ankommt, so wie jetzt auch, ne, ist die Frage, wie geht es dir gerade? Und es wird dann so als Check-in in jedem einmal durch. Zum Beispiel jetzt kommt der Michael rein. Hallo Michael. Hallo. Dann auch an dich die Frage, wie geht es dir gerade? Wenn du magst, kannst du auf geteilte Notizen klicken, das ist so links über den Teilnehmern, den Namen reinschreiben und reinschreiben, wie es hier gerade geht. Mir geht's soweit gut. Ja, wenn du das jetzt noch in zwei Gefühle übersetzen kannst, ist gut, wäre das noch toller. Oder eins Okay. oder zwei. Also meinst du zum Beispiel, ich bin freudig und aufgeregt. Jetzt im Moment ist die Aufregung dadurch, dass ich rede, ein bisschen weniger geworden. Aber auch doch ist noch da Aufregung. Das ist dann gleichzeitig genau die Struktur, dass man nämlich sagt, nee, erzähl nicht, wer du gerade bist, sondern einfach, was fühlst du gerade? Ja. Und das sind Elemente, die dann einfach aktivieren, eine andere Art von Verbindung einzugehen. Genau. Und die zweite Art ist dann noch halt, das dann noch zu schauen, wie geht es mir gerade am Anfang. Und das habe ich oft erlebt, dass halt so jetzt auch, wie beim Hardy, da geht da irgendwie die Kamera nicht oder kommt einer aus dem Meeting oder ist gerade genervt oder da ist einer abgehetzt, weil er es gerade nicht reingeschafft hat. Und dann macht man einen Austausch, dann kommt man ganz zu sich und fühlt mehr bei sich. Und dann macht man noch eine gemeinsame Übung, tauscht sich nochmal über die Übung aus. Und dann am Ende sagt man nochmal, wie es einem gerade geht, so zu einem Checkout. Und es ist echt, die meisten fühlen sich halt dann ruhig bei sich. Klar kann mal sein, dass einer dann irgendwie auch abends um 7 sagt, ich muss jetzt noch zu einem internationalen Meeting, der schon Nachmittag um 3 gestartet hat und ist auch aufgeregt, aber ist okay. Macht jedenfalls meines Erachtens was, oder meine Hört ihr Erfahrung mich macht. jetzt? Ja. Ah, okay.
Okay. Gut, das muss man irgendwo tatsächlich im Browser in den tiefen Einstellungen irgendwie aktivieren. Ich habe da ganz viele Häkchen umgesetzt. Okay, alles klar. Okay. Also dann kann ich zumindest vorwarnen, wenn ich alle wieder rausschmeiße zum Stoppen des Recordings. Aber reproduzierbar jetzt, oder für dich, dass das beim nächsten... Ja, das ist die Kamera kriege ich noch nicht umgestellt. Das ist irgendwie, man muss es in den Browser, der zieht sich im Standard irgendwie so Standardgeräte, ja. Und wenn man davon abweicht, dann... Es ist nicht ersichtlich, wie ich das umswitchen kann. Das geht halt nicht irgendwie direkt in den Big Blue Button, sondern im Browser ganz oben. Ja. So ein kleines, ja. Ja, das habe ich auch versucht, aber da zeigt die an, ich kann da nichts auswählen. Du musst da drunter auf Verwalten gehen. Da, wo das ausgegraut ist, geht es da drunten noch einen Punkt, der heißt Verwalten, und dann kommst du in die Untiefen von der Browser-Einstellung. Ja, gut. Dann vielleicht, dann habe ich eine Einladung. Eine Einladung. Wenn du, Benedikt, noch eine Minute da bleiben willst. Ja. Einladung, nämlich, wenn sowas ist, ne, man ist genervt, da gibt es eine wunderschöne, schnelle Meditation. Die habe ich irgendwie 2017, als der Wollgründer irgendwie in Erlangen war, gemacht. Und auch in Englisch, aber macht nichts. Und zwar, wenn du so genervt bist, ne, dann machst du deine Augen zu, machst einen tiefen Atemzug. Und beim zweiten Atemzug sagst du beim Einatmen, I do my best. Und beim Ausatmen, let go of the rest. Okay. I do my best, let go of the rest. Und drei Atemzüge und dann spürst du, ob sich was verändert hat. Und dann, also ansonsten fliegt danach die Tasse durch den Raum. Das ist die alternative Möglichkeit. Rauslassen dann, ne? Dass man sich in sich reinfrisst wahrscheinlich. Ja, genau. Oder wir würden einen Sandsack nehmen als die Tastatur. Ja, das stimmt. Wunderbar. Genau. Dann, gut. Ich ziehe mal weiter. Ich gucke, wo ihr bei den anderen unterwegs seid. Dann viel Spaß weiterhin und bis später. Dann eine Frage an dich, Michael. Wie kommst du zu dem Thema hier dabei? Einzukommen oder was, gibt es irgendwas, was du sagst, das interessiert mich? Ich finde grundsätzlich das Thema Achtsamkeit immer ganz interessant und hatte gestern auch den kurzen Teil von dir gesehen und dachte mir einfach, wenn das zeitlich passt, gucke ich hier mal rein. Ja. Okay, ich habe auch irgendwie so ein paar Folien zum Zeigen. Meine Idee war eigentlich, sowas zu machen wie jetzt gerade, so eine kleine Übung, Erfahrung. Ne? Also, was ihr da jetzt alle mitgemacht, auch Michael und Tobias, mit dem Atmen. Und dann ist auch immer dieses Vorgehen in dem Guide, eben so eine Erfahrung zu machen, die meist ein bisschen länger ist, und dann nochmal drüber zu reden, wie ging es denn jetzt dabei? Also jetzt zum Beispiel, das Steinwert Verbindung verloren, hört ihr mich? Ja. Jetzt zum Beispiel halt, Tobias, wenn du jetzt mitgemacht hast, wie geht es dir denn mit der Übung? Oder was hast du erfahren? Ich bin nicht mehr so gehetzt wie am Anfang, wie ich hier reinkam von der Teambesprechung. Ja. Genau. Und das ist nur eine ganz kurze Übung. Also mir ging es auch so, dass ich da das Körpergefühl ist ein entspannteres, ist ein gelasseneres dann vielleicht. Und Michael, wie ging es dir? Ähnlich. Also ich war jetzt nur ein klein wenig gehetzt, weil ich einfach ein paar Minuten zu spät kam. Aber das war schon ganz, ganz, ganz gut so. Ja. Da einfach mal kurz für sich zur Ruhe zu kommen, ist ja am Ende auch so ein bisschen der Hintergrund, ne, dieser Übung. Ja, genau. Unter anderem. Ja, genau. Also wenn ihr mögt, dann kann ich auch ein bisschen was noch teilen. Bildschirm freigeben. Ist jetzt da. Erlauben. Stelle ich den Bildschirm manchmal. Könnt ihr das jetzt sehen? Ja. Ja. Genau, das habe ich ja gestern schon so ein Stück vorgestellt. Und da oben links auf dem Bild, das war quasi in 2017. Wo kommt es denn her? Wie hat dann meine Reise gestartet? Das war in diesem Konferenz und da waren nicht nur diese zwei, sondern glaube ich noch ein dritter Beamer. Und dann hat in der Mitte der John Stepper, hieß der genau, irgendwie sein Working Out Loud vorgestellt. Und links an dem Beamer nebendran waren gleich die Menschen, die Bilder gemacht haben und das hochgeladen haben. Und so ging es die ganze Zeit zu und so nach einer halben Stunde dachte ich, wow, 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 wow. Ist das eine schnelle Geschwindigkeit? Ist das irgendwie
viel ist es irgendwie schnell halt, ne? Und auch ein bisschen hektisch. Und dann haben wir gedacht, na, da muss man irgendwie noch einen Schuss Achtsamkeit reinbringen oder mal auch irgendwie mal durchatmen können. Und dann habe ich mich da gemeldet und habe da auch die eine Organisatorin gekannt und habe dann irgendwie diese gerade Achtsamkeitsübung oder Meditation gehalten. Und seitdem und ein paar Jahre später sind wir dann darauf gekommen, und mit dem Hardy auch zusammen und unseren anderen Kollegen, da draus irgendwie so eine Mischung Working Out Loud und Achtsamkeit zu machen. Und dann kannte ich auch den Simon und dann mal angeboten, das war bei dem Lanos. Der Hardy war da auch aktiv, dass wir das auf die Lanos-Plattform hosten und haben dann 2019 gestartet, den Circle Guide zu machen. Und in 2020 der erste Kreis hat angefangen, haben wir uns noch getroffen am Freitag und am Montag war dann alle im Homeoffice. Also irgendwie so da, so im März letzten Jahr. Gestartet mit den ersten Prototypen und so ist dann der Guide immer weiter gewachsen. Am Anfang hatten wir einfach nur PDFs verteilt und mittlerweile seit Weihnachten letzten Jahres dann auch auf der Lanos-Plattform als offizieller Circle Guide verfügbar. Genau. Was ich mir gedacht habe, weil es gibt so verschiedene Wege, wie man an die Achtsamkeit rankommt, so wie jetzt mal eine kleine Erfahrung zu machen. Im Grunde geht es darum, auch in dem Guide, schon einmal ist es dein Weg, ist das Ziel. Das heißt, du kannst es für dich zum Reinschnuppern, zum irgendwie nutzen. Allerdings so die Grundidee, so ein bisschen das Etablieren mehr, ne? Also so ein, über eine längere Zeit. Mehr als nur zu schnuppern, sondern das Ziel eigentlich, das in den Alltag zu integrieren. Wissend, dass es nur die größte Herausforderung ist, ne, wenn man Gewohnheiten hat, eine neue Gewohnheit zu etablieren, weil es doch eine Art Verhaltensgewohnheit ist, Achtsamkeit oder halt eine, wie ein Joggen als Übung, die man halt dann regelmäßig macht. Was ich auch glaube, was irgendwie so ein Ziel ist, ist eben genau dieses Viewpoint, also diesen neuen Blickwinkel einzunehmen. Der Blickwinkel mehr auf sich, der Blickwinkel mehr, aha, was geht gerade in mir innerlich vor? Und dadurch mehr Klarheit zu kriegen und dich besser kennenzulernen. Das waren so die Ziele. Genau. Und das andere habe ich gestern schon ein bisschen erzählt, eben ganz normal, diese Circle Guides. Und wir haben auch einen Circle Finder, im Moment noch als Excel-File. Man trifft sich dann ein bis eineinhalb Stunden pro Woche und geht dann auch immer raus und geht mit einer Aufgabe und exploriert. Und es gibt auch jedes Mal dann, was nimmst du dir vor? Also es gibt ein Thema und was nimmst du dir vor? Und schaust dann, ob du in der Woche dann drüber Erfahrungen sammelst. Und Erfahrung ist dann auch, dass halt viele sich was vornehmen und dann erwischt einen der Alltag wieder. Und man kommt in der nächsten Woche dann zurück und sagt, ich habe irgendwie zweimal was dran gedacht, aber dann habe ich mir mehr vorgenommen, als ich es dann wirklich geschafft habe. Und auch das ist ein Part, das halt dann anzunehmen, dass das so ist. Immer wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne irgendwie einhaken, ne? Ansonsten rede ich einfach so weiter. Ich sehe euch jetzt auch nicht, deswegen. Genau, also wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann gehe ich mal weiter. Wenn man noch mal ein bisschen tiefer reingeht, ist, was passiert eigentlich, ist, dass bei dem sich selbst besser kennenlernen, kommt man wieder drauf, dass es sowas wie Impulse aus der Umwelt gibt. Also wie sind hier jetzt 5 Sessions gleichzeitig? Es redet einer oder heutzutage, es kommt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht, es kommt irgendwie ein Telefonanruf, es kommt eine E-Mail. Oder wie hier auf dem Bild halt, ich habe selber den Impuls, irgendwie es kommen jedenfalls Impulse aus der Umwelt, dann gibt es so ein Inneres, auf dem was meistens wenig Aufmerksamkeit leben, nämlich es gibt vor allem viele Muster und vor allem ziemlich viele Filter in einem drin und es gibt ganz viele Anregungen und die Muster führen dann dazu, dass bestimmte Dinge in mir angeregt werden. Ja, also
ich höre dann bestimmte Worte und die regen mich an. Also ganz deutlich kann man das erkennen, mein Muster, wenn ich meinen Namen höre, ist so tief eingeprägt, da kann er gebrabbelt sein und irgendjemand sagt meinen Namen und dann filtert mein Hirn, mein System da draus, ah ja, da hat jemand meinen Namen gesagt. Und so ähnlich ist es mit ganz vielen Dingen auch, die man so aufnimmt, die ein Muster haben und dann zu bestimmten Handlungen bringen. Und der Viktor Frankl hat es mal so schön gesagt, zwischen diesem Reiz und dieser Reaktion oder Handlung gibt es einen Raum. Und in diesem Raum hat man die Freiheit zu wählen. Und da drin liegt auch das Wachstum und die Freiheit. Und die Achtsamkeit hilft, dass man eben diesen Raum erweitert, dass man übt durch das innere Wahrnehmen, das habe ich jetzt, glaube ich, auf der nächsten Folie, ne? Dass man übt, durch das innere Wahrnehmen einen kleinen Raum, eine kleine Zeit, eine kleine Pause zu haben, bevor man reagiert. Also jedes Bild soll das so ein bisschen zeigen, wie so eine Acht. Man beobachtet was und dann hat man eine Wahrnehmung, dann hat man eine Verarbeitung und dann agiert man. Und dann ist im Außen was und dann passiert im Außen irgendwas. Die Pfeile sollen irgendwie so andeuten, ich nehme auch nur einen begrenzten Teil von dem, was im Außen war, beobachte das wieder. Im Außen gibt es ganz, ganz, ganz viel mehr, was ich nicht wahrnehme. Dann beobachte ich was und habe wieder eine Wahrnehmung oder eine Verarbeitung. Wenn ich meinen Fokus hier verstärke und sage, okay, was passiert da gerade, dass ich eine kleine Pause kriege zwischen der Beobachtung und dem Agieren. Dann kann ich eben genau solche Sachen machen, wie vielleicht hier in dem Bild zu sehen. Ne? Statt gleich loszuschreien, weil mich was wütend macht, kann ich erstmal spüren, aha, da ist jetzt Wut in meinem Körper. So wie jetzt gerade, okay, da ist jetzt eine Nervosität, da ist ein Gehetztsein in meinem Körper. Ich kann dann freier entscheiden, was ich mache, bevor das Gehetztsein eben zu Wut und zum Anschreien von jemandem wird. Bevor irgendwie Dinge zu einem Autopiloten werden, kann ich über Achtsamkeit oder Präsentsein ins Bewusstsein von dem, was ist und ins Bewussttun von meiner eigenen Reaktion auf die Umwelt sein oder auf das, was passiert. Und jetzt habe ich das gar nicht hier drauf geschrieben. Würde ich vielleicht einfach mal da eine Story garnieren? Vielleicht ist nee, was nämlich habe ich gar nicht geschrieben. Nochmal? Ah. Warte. Hörst du mich? Ja. Ja, okay. Einfach eine kleine Story. Vielleicht ist die für den einen oder anderen nachvollziehbar oder fühlt er sich auch dran erinnern. Ich dachte immer, sowas wie Meditation, da geht es immer darum, irgendwelche Dinge auszublenden, zur Ruhe zu kommen. Eigentlich sehr funktional getrieben und ehrlich gesagt mit der Zeit und letztendlich durch die Mitarbeit hier auch an diesem Guide. Und durch viele andere Praktiken ist mir genau bewusst geworden, das, was Joachim hier beschreibt, es ist völlig egal. Das Einzige, was ich tue, ist, wow, kann mir plötzlich bewusst werden. Ich kann diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion erstmal wahrnehmen und sagen, wow, meine Kamera hat nicht funktioniert. Das könnte mir jetzt total triggern, ich könnte mit der Faust da drauf schauen. Und das ist eine Ausbildung. Eine völlig, wie man sagt, natürliche Reaktion. Und es geht nicht darum, jetzt zu sagen, oh, ich bleibe dann ganz ruhig und ich atme tief, sondern ich bin mir einfach gewahr, dass hier die Wut aufsteigt. Und dann habe ich Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel mit der Faust jetzt woanders mal draufhauen. Zum Beispiel eine gute Sache, das tut dem meistens nicht so weh oder er ist extra dafür da, der freut sich vielleicht sogar. Und ich kann das, was in mir aufgetaucht ist, wo ich mir gewahr werde, das ist, ich kann das kanalisieren, ich kann damit umgehen. Oder ich kann dreimal tief atmen, diese Search Inside Yourself Übung oder was auch immer. Ich habe die Option. Aber da muss ich mir erstmal bewusst werden, was da abgeht. Genau. Und dann einfach nicht zu sagen, ich darf jetzt nicht wütend werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr sagt, ich darf jetzt nicht wütend werden. Und das ist dann ein Moment, wo man dann eigentlich platzt, ne? Ja. Okay, nur eine kleine Garnitur von meiner Seite. Genau. Also, wie kam
wie es euch da vielleicht geht. Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder habt ihr da Resonanz? Michael, Tobias, genau. Nee, hätte ich jetzt so ad hoc nicht. Okay. Ich glaube, da bin ich vielleicht auch schon sehr oft irgendwie in diesem Raum, weil, also es geht ja auch so ein bisschen darum, was triggert einen, ne? Mhm. Und genau. Da gibt es eigentlich zum Glück nur wenig bei mir, wo ich wirklich irgendwie so drauf anspringe und dann irgendwie im Nachhinein erst reflektiere und sagen würde, okay, jetzt hast du genau diesen Punkt zwischen triggern und drauf anspringen, ne, diesen Raum nicht gefunden. Ja. Okay. Ja, das ist ja gut, weil das ist der erste Schritt, ein guter Schritt quasi bei sich zu sein. Ein zweiter ist quasi diese Wellen, diese Welten in dir dann noch mehr zu erkunden, was genau geht in dem mir ab. Weil also ich kenne zum Beispiel einen Kollegen, der sagt ganz wenig. Aber wenn ich manchmal seine Schweißperlen an der Stirn entstehen sehe, da habe ich den Eindruck, oh, da geht ganz schön viel in dem ab. Ja, ist dann ja eine andere Form der Reaktion, ne? Gibt ja auch Menschen, die jetzt nicht reagieren, indem sie sich verbal oder ne, durch Gestik, also offensichtlicher Gestik drauf reagieren, sondern vielleicht auch das erstmal nur körperlich gar nicht oder sprachlich sich gar nicht äußern können, aber der Körper reagiert dann halt eben. Ne? Genau, und gleichzeitig für sich das wahrzunehmen, na, was geht denn da gerade? Und da kann man seine Wahrnehmung ziemlich, da gibt es ganz viel, meine ich, was noch wahrzunehmen gilt. Ja, wo man erstmal, und das nennen wir ja auch das sogenannte Unbewusste, was ist die Reaktion, die kommt, was ist denn vielleicht nochmal dahinter, was ist nochmal für ein, naja, die Reaktion kommt jetzt, weil ich mag das jetzt nicht, oder die Reaktion kommt, weil ich fühle mich jetzt unsicher, aha, das ist Unsicherheit, so weiter. Also finde ich eine spannende Forschungsreise. Was ich gerade noch mal zeigen wollte, war eben dieses, was heißt denn eigentlich Achtsamkeit? Von dem gibt es viele Definitionen, aber der Jon Kabat-Zinn hat da das im Westen ja ziemlich populär gemacht und hat dann drei Punkte eigentlich rausgearbeitet oder drei wesentliche Aspekte. Das eine ist absichtsvoll, also sich dessen bewusst zu sein, dass es sich auf den gegenwärtigen Moment bezieht, also was jetzt gerade ist. Und das dritte ist, ist dann nicht zu werten, also keine Bewertung zu geben, sondern wahrzunehmen. Absichtsvoll das wahrzunehmen, was gerade im Moment ist. Dann eben diese Handlungen. Und in diesem Innen-Außen dann eben immer zu wahrzunehmen, was ist in mir. Und gleichzeitig, wenn du in dir schon ganz gut bist, kannst du im Außen dann noch mehr gucken, ist ja spannend, was ich da immer wahrnehme, und frag doch mal den anderen dann, ist das denn bei dir wirklich so, wie ich das denke, dass bei dir was bei dir ist, und kann dann seine Außenwahrnehmung noch erweitern. Genau, was habe ich dann noch so mal zusammengeschrieben, was so Effekte von der Achtsamkeits, also das heißt jetzt, was untersucht worden ist, ist vor allem eben von dem Jon Kabat-Zinn diese Achtsamkeitsmeditation, das hauptsächlich eine Atemmeditation ist, eben eine Übung, wo es darum geht, ganz bei sich, bei seinem Atem zu sein, den Atem oder sich im Körper wahrzunehmen und vor allem damit dann nichts zu tun, also nur in der Wahrnehmung zu bleiben, still, meistens sitzend, die Augen kommen zumindest nicht auf was fokussiert, meistens geschlossen, und dann zu schauen, was innerlich passiert. Und da hat man festgestellt, dass es eben neben Konzentrations- und Wahrnehmungsfähigkeit, weil es doch, was ich auch festgestellt habe, die Konzentrationsspanne durch die vielen Ablenkungen und vielen Eindrücke immer kürzer zu werden scheint, nicht nur das, sondern eben auch, dass man eben Verhaltensmuster erkennt und sich dann auch wirklich frei entscheidet, was anders zu machen. Dass man Stress reduziert, wie jetzt gerade schon in kurzen Übungen, ne, dass man aufgeregt ist oder was sich ärgern könnte, und man dann weiß, okay, und das System lernt es auch, okay, bekommt der Stress, dann atme ich und dann geht es einem gut, geht es dem System besser, das
macht es dann mit der Zeit fast von alleine. Genau, Erfahrungen schon gemacht. Ganz, wenn man sagt, zu einem der Punkte. Ich gehe immer ziemlich in Widerstand zu diesem Zeug, weil das ist so ein Verkaufsprospekt quasi. Ne? Wenn du mehr Lebensfreude willst, selber schuld, wenn du nicht unser oder andere Achtsamkeitspraktiken durchführst. Ja, also ich habe jetzt zusammengeschrieben, was es Studien gibt. Ich habe da schon Erfahrungen gemacht, ganz persönliche. Ja. Benutzt ihr eins von Praktiken? Ich glaube, ich sollte sie benutzen, aber nach dem Verkaufsprospekt. Aber ich glaube, oft ist man einfach so in seinem Alltag gefangen, dass man gar nicht, auch wenn man es besser wüsste, dass man vielleicht mal innehalten sollte und sich bewusst sein sollte, warum man gerade schlechte Laune hat manchmal. Tut man es dann oft nicht, weil man ja so viele äußere Trigger hat, die eben schon wieder ablenken. Ja. Michael, was ist bei dir? Nee, jetzt von dem, was da drauf stand, jetzt nicht so offensichtlich. Könnte ich jetzt erstmal nichts dazu sagen. Mir hat ein gewisser Joachim so ein paar der da spricht. Ich habe ein paar Sachen echt verankert und die haben jetzt nichts mit dieser klassischen, ich tue mich auch schwer, ich war zwar immer gelenkiger, weil ich übe, auch da bin ich achtsamer geworden. Nee, einfach die S-Bahn zu steigen, ein seinerzeit noch täglicher Weg. Und einfach von der Einsteigestelle bis zum ersten Halt. Einfach zu sein, das ist jetzt der Moment, da dürfen andere Gedanken irgendwo sich aufhalten, aber sie sind nicht in meinem Fokus. Einfach sich zu besinnen. Und das war so ein Mikroding. So eine Mikrointervention, eine Mikromeditation. Oder das andere, das stammt auch von dir, gesagt, wenn das Telefon klingelt, nicht gleich hinzurennen, weil meistens hat man ja irgendwas zu tun. Ich bin in einer Konferenz wie hier und jetzt schallt das Telefon. Nee. Ich höre es klingeln. Ich mache einen Atemzug. Ich atme ein. Ich atme aus und hebe dann ab. Wow. Und ich kann es bestätigen. Du hast es einmal so gesagt. Die Menschen bemerken das sogar. Der eine oder andere sagt, wow. Du bist ja total fokussiert auf mich. Hast du auf meinen Anruf gewartet? Es war nur diese Mikrointervention. Also für mich hat es funktioniert. Und das dritte Beispiel ist, ich gehe hier und da mal joggen. Früher gern mal mit so Knopf im Ohr oder ich treibe Sport oder sowas, ein bisschen Krafttraining. Immer mit irgendwie Podcasts, weil wir die Zeit ja nutzen. Ich tue es nicht mehr. Ich bleibe bei dem, was ich da gerade tue. Und ich bin echt platt, wie sich die Sachen verändert haben. Also allein beim Kraftsport, meine Erfahrung, ich habe mich darauf fokussiert, gesagt, lieber Bizeps, du darfst jetzt mal. Und plötzlich konnte ich 10% mehr Gewicht auflegen. Einfach so, weil ich mit meinem Körper verbunden war. Ich war da, ich war präsent. Okay, kleine Stories von mir. Das habt ihr ja auch noch ein paar. Weil Meditation muss nicht immer dann irgendwie auf dem Berg sein und 23 Tage ohne Nahrung. Also ich würde nur zu dem Telefonthema ergänzen, weil du kannst dann in diesem Atemzug auch entscheiden, ob du überhaupt rangehen willst oder auch nicht. Ja, natürlich. Es kann nämlich auch sein, dass es gerade besser ist, dann nicht ranzugehen. Ich mache jetzt erst das fertig, was ich gerade tue. Also ich habe bei mir schon das Klingeln ausgeschaltet. Ja, nee, das wollte ich auch gerade sagen, jetzt in dem Beispiel, ne, man ist in irgendeiner Konferenz und das Telefon klingelt. Ich glaube, da wäre ja schon der erste Schritt des Fokussieren oder der Achtsamkeit, schon vorher irgendwie zu sagen, was ist eine Ablenkung, die jetzt kommen könnte und die schon vorher zu beseitigen. Ne? Genau. Wenn man dann irgendwie sich das sozusagen so, wie soll ich sagen, das Thema Reflexion ist schon gar nicht mehr so richtig das Thema der Achtsamkeit. Ne? Sondern du bist gerade die Achtsamkeit, das war das irgendwie im Moment wieder zu sein. Ne? Und dann ist es eher meiner Erfahrung nach über der Zeit, dass sich so ein Zustand einstellt von
mehr innere Ruhe und vielleicht auch Gelassenheit und selbst dann, wenn auch mal passiert. Also mir passiert das auch, wenn ich genervt bin, dass ich mal wieder vorhin, ja, das ist der Benedikt gesagt hat auf der Tastatur. Ich habe mich neulich auch mal erwischt, oder ist mir auch mal so gegangen, dass ich dann auch mal eine Tastatur eingehauen habe, weil irgendwas gar nicht ging, weil irgendwas geklemmt hat und das hat geschrieben und geschrieben und wir haben nie aufgehört. Da habe ich dann auch mal drauf reingehauen. Und dann, so what? Ne? Also dann, wenn ich mich nachher dann dafür schelte, ist es auch wieder ein eigenes Ding. Und wenn ich mich gescholten habe, und das ist immer das, was dann da ist. Okay, dann habe ich mich gescholten, okay. Schelte ich mich nicht dafür, dass ich mich gescholten habe, sondern ist halt das, was da ist. Also immer das, was da ist, sozusagen annehmen. Das finde ich einen guten Weg. Und gleichzeitig klang das jetzt schon ein bisschen an, was kann man eigentlich irgendwie tun oder was sind verschiedene Wege dazu. Eines, wie der Hardy gerade schon gesagt hat, mal so kleine Erfahrungen machen, sich kleine Übungen für den Alltag überlegen. So ein Reinschnuppern wie hier mal, was oft ein erster Einstieg ist, ist angeleitete Meditationen zu machen. Da gibt es irgendwie Apps, Headspace und Seven Mind. Online-Meditationen gibt es eine ganze Menge für verschiedene Interessensgruppen, sage ich jetzt mal. Wenn man ein bisschen tiefer einsteigen will, ist es, glaube ich, ganz hilfreich, über eine gewisse Zeit auch so sich mit dem Thema zu beschäftigen, da hast du eine Verhaltensänderung ist. Die Verhaltensänderung braucht meines Erachtens ein Stück weit, bis sich ein neues Verhalten etabliert. Und es gibt irgendwelche so Muster anscheinend, so Verhinderungsstrategien oder eigentlich ist es mehr ein Beharrungsmechanismus, der eine gewisse Sinnhaftigkeit sich im Menschen hat, auch so ein Beharrungsvermögen. Und wenn man, das hindert manchmal, irgendwas Neues zu lernen. Eben um es dann im Alltag zu integrieren. Und ich, also für mich ist das der Nutzen dann immer weittragender. Menschen, die sich schon länger damit beschäftigt haben, gehen dann auch dazu über, dann mal ein längeres Retreat zu machen, also so eine 5 Tage oder es gibt so 10 Tage Schweigen. Sind im Kirchenumfeld bestimmt auch, ne? Solche längeren Retreats. Also für mich war da ein Schlüssel, und das haben wir letztendlich auch in unserem Zyklus, da in unserem Plan mit so integriert, einfach mal zu gucken, was passt denn gerade zu mir. Und wie gesagt, das über Kreuz sitzen und 10 Tage schweigen, das muss man ja nicht gleich. Oder wie Tobias sagt, schon, dann folgt eins draus, man müsste mal. Ne? Dann einfach mal zu gucken. Und da haben wir versucht, ein paar Kleinigkeiten zusammenzusammeln auch und Anregungen zu geben. Was ist denn für mich gerade gut? Und was mir gerade ganz spontan gut tut? Und was nicht das Hirn beschließt, dass man tun sollte, sondern einfach mal reinzuspüren. Sagen, hey, das war jetzt aber irgendwie cool. Dann das einfach mal ein bisschen zu vertiefen und einfach sich zu beobachten, was so passiert. Das war für mich der Wahnsinnsschlüssel überhaupt. Ja. Das zuzulassen auch. Dass das sein kann. Tut mir jetzt gut, auch wenn mein Kopf sagt, so ein Quatsch, das muss man doch gescheit machen. Nö, muss man nicht. Ja, was ich dann noch irgendwie in den letzten, schon, es gibt dann noch, was in der letzten Runde, die ich gemacht habe, noch aufgefallen ist, dass es diese in der Gruppe nochmal ein ganz anderes Thema ist oder irgendwie so, mir fällt es in letzter Zeit immer wieder auf, dass wenn ich in Gruppen bin, die so einen Zugang dazu haben. Dass es nicht nur um den sachlichen, inhaltlichen Austausch geht, also jetzt im Arbeitskontext, sondern dass es halt auch um den Menschen geht, dass es irgendwie um so eine Selbstreflexion, das ist nur diese einfache Frage, wie geht's dir? Und jemand sagt einfach, wie es ihm gerade geht, auch ohne von dem anderen was zu wollen, also das ist beidseits, ne? Also diese
Ich möchte gerne hören, bin interessiert dran, muss dir aber auch nichts überstülpen, dass ich was besser weiß und umgekehrt. Wenn ich sage, wie es mir geht, muss auch keine Aufforderung dabei sein, dass der andere was damit machen muss. Und dieses Setting allein hat für mich viel Verbundenheit geschaffen, bis hin, dass da, das waren dann halt so Siemens-Menschen oder Unternehmenskollegen, die hat dann eine nach dem dritten Abend gesagt, es ist komisch, irgendwie euch erzähle ich Sachen, die habe ich mit meinen Kollegen, die ich mit denen 10 Jahre zusammenarbeite, da war mir das viel zu privat und das habe ich noch nicht erzählt. Also da ist so ein Vertrauen da, das entsteht so eine Verbundenheit und Vertrauen. Das war das, was mir gerade noch zeigt. Und das ist jetzt so ein bisschen die Richtung, wo ich persönlich noch ein bisschen was machen möchte, auch mehr diese, was passiert da so in den Gruppen? Also sowas wie Gruppenachtsamkeit wäre so mein nächstes Forschungsfeld. Wo ich glaube, dass es ein ganz gutes Mittel ist, nämlich diese Lerner-Circles mit 4 bis 5 Leuten selbst organisiert durchzugehen. Da würde ich jetzt gerne demnächst einen starten. Genau. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt nicht so viel im Detail erzählen. Hier ist nochmal die... Einfach noch ergänzen möchte, weil ich bin gerade irgendwo dabei, auf der Welt lauter Dinge zu verknüpfen. Ich bin so ein Techniker und muss immer Modelle finden und Andockpunkte. Sag mal, letztendlich, was du jetzt gerade gesagt hast, es ist nichts anderes als das, was wir in den Unternehmens- und Organisations- und Mitarbeiterentwicklungen immer so hoffen wie Kreativität. Also wie kann man, das sagen die ja oft nicht so, wie kann man Räume schaffen, wo sowas plötzlich passieren darf, wo ich zeigen darf, wo ich mal eine fusselige Idee einfach auf den Tisch legen kann, damit die anderen die aufnehmen und ich nicht gleich sage, nee, die lasse ich jetzt lieber bei mir, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Das sind genau die Dinge, die ein Zusammenleben, wenn es denn so funktionieren könnte, auch ganz prima erleichtern und die tollsten Dinge hervorbringen. Und da gibt es viele Ansätze auf der Welt und einer ist bestimmt hier aus der Achtsamkeit Formate mit in ganz normale Geschäftsbesprechungen, in Workshops und sowas so richtig krass zu integrieren. Ja, genau, das fällt mir gerade auch ein. Was ist das, wenn man so Innovations-, also zum Beispiel Ideenfindungsphase, da sage ich auch immer so, aber jetzt bitte nicht werten. Das ist ja ganz link zur Achtsamkeit hat. Ne? Eben dieses Nicht-Werten, nicht gleich irgendwie, geht doch nicht oder hat man schon. Und, aha, spannend. Genau. Ja, also ich glaube, ich überspringe das jetzt und wollte nur sagen, noch sagen, wo wir gerade so stehen, der Circle Guide. Haben wir einen ersten Stand. Wir wollen auch über diesen Circle Finder verbessern, noch eine englische Version erstellen und haben uns jetzt irgendwie auch auf die sozialen Medien angefangen. Und wie gestern schon irgendwie bei dem Sketchnoting, glaube ich, es ist ein allgemeiner Prozess, dann hat man gestartet und dann treffen sich Leute und haben sich wieder gefunden und dann entsteht so ein bisschen ein Kreis und wie bleibt man dran? Das ist gerade so der Stand von dem, da habe ich nochmal zusammengestellt, dass eben diese Webseite, da gibt es eine LinkedIn-Seite, wo das auch nochmal erklärt wird, was wo ist eigentlich und noch ein Telegram-Kanal, aber meint, ist das ja, und dann hat noch eine, die mitgemacht hat, das auch weiterverarbeitet und macht dann Mindful Leader und verkauft es auch als Kurs. War auch eine spannende Diskussion zum Thema, wie geben wir das raus oder wie machen wir dann, gehen wir damit um. Eine ist ein professioneller Coach und hat es für sich als Coaching-Kurs und verkauft es. Auch gut. Ein Hashtag haben wir auch, Achtsamkeit 42. Genau, manchmal ist ja die Frage, wo kommt die 42 her? Und wer der Anhalter durch die Galaxis kennt, weiß, wo die 42 herkommt. Und genau, da kommt es eigentlich her. Und dann haben wir irgendwie 4.2 draus gemacht für diese Version. Versionshochzählen.
gut. Ich gucke auf die Uhr. Ja, genau, ich auch. Ich habe gesehen, es ist 10.45 Uhr. Dann würde ich sagen, jetzt nochmal, wenn noch Fragen da sind, dann ist jetzt noch eine gute Möglichkeit. Nee, Fragen von meiner Seite aus nicht. Ich würde dann sagen, vielen Dank für den schönen Einblick. Aber Tobias, sorry, du hast noch eine Frage. Frage nicht, sondern eher eine Anmerkung, oder wo ich es jetzt vielleicht bei mir integrieren werde. Ich beschäftige mich gerade mit digitaler Kompetenzentwicklung von den Mitarbeitern und auch von den Personalentwicklern bei uns. Und da gibt es ja in den DIGCOMP EDO, in diesem digitalen Kompetenzrahmen, einen Punkt verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien. Und da geht es eben auch um die psychische und soziale Wohlergehen beim Umgang mit Medien. Und vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, das Thema einfach mal in eine ganz klassische Medienkompetenzschulung oder digitale Kompetenzschulung mit reinzunehmen, weil der oft vergessen wird. Da geht es ja meistens immer nur, ja, die Leute sollen toll mit den Medien umgehen können, das Gefahrenbewusstsein und sowas. Aber was macht es mit einem selber? Wird oft, glaube ich, zu kurz genommen. Ja, genau. Mhm. Spannend, weil das diese Wahrnehmung, was passiert denn wirklich da genau in mir? Ne? Und der erste, glaube ich, und dieses Verbieten, das ist immer so ein Ding, ne? Ich habe jetzt eine bessere Regel, aber das zu fühlen, was gerade in einem abgeht, ne? Aha, okay, da kommt jetzt, das nehme ich selber mit mir auch, weil da kommt jetzt der Impuls, ich würde jetzt gerne mal wieder da in WhatsApp, in Twitter oder irgendwas reinschauen. Und das dann womöglich auch und sogar das dann zu fühlen. Zeigen. Ja, und das dann womöglich auch sogar Next Level auch zu zeigen und gucken, was dann passiert. Ich habe letztens ein Training gemacht und da ist das erste Mal, dass bis alle wirklich ihre Mikrofone und ihre Kameras ausgeschalten haben. Und dann habe ich nach einer Viertelstunde gesagt, Leute, ich hab ein echtes Problem. Ich bin völlig verunsichert. Ich mache sowas garantiert nicht zum ersten Mal. Ich bin völlig verunsichert, weil ich plötzlich bemerke, dass ich 0, ich weiß noch nicht mal, ob da jemand draußen ist oder ob ich gegen die Wand spreche. Und gesagt, und ich fühle mich richtig schlecht und ich merke, dass das meinem Fokus, meiner Konzentration irgendwie gar nicht gut tut. Ich war mir dessen bewusst, dass das natürlich die Leute auch triggert. Das war auch so. Da war dann ostentativ null reagiert haben drauf. Und ein paar haben mal gesagt, irgendwie können sie, aber ich habe gefragt, wie würdet ihr euch fühlen? Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann haben wir ein paar Leute, haben eine Zäsur gemacht und gesagt, doch, danke für den Hinweis. Ich lasse jetzt mal Kamera einfach ein. Wenn dir das gut tut, mir tut es gerade auch gut. Ja. Und das ist, ja, sowas kann da passieren. Und insofern immer drauf, Tobias. Also ich glaube, das ist nicht nur mutig, es ist insofern mutig, weil sie sagen, was willst du mit so einem Zeug? Kann passieren, ne? Aber es einfach mal vielleicht mit solchen Beispielen auch zu illustrieren, dass diese Kompetenz eben was anderes ist als die Technik allein und neue Verhaltensregeln. Das ist was anderes, das ist der nächste Level. Das ist was mit Bewusstsein, mit Mustern, mit Bewusstwerden hat es was zu tun. Gut. Dankeschön. Der Frank Gehrig ist gerade noch reingekommen. So. Ja, aber der muss sagen, kann den nächsten dann seinen Raum vorbereiten wahrscheinlich. Also vielleicht. Nimm dann noch von euch die Einladung, wenn ihr mögt, schreibt doch noch rein, wie geht es euch jetzt gerade. Also so. Vielleicht noch, nachdem ihr das erfahren habt gerade. Und ich mache noch Reklame, Tobias, wenn du Lust hast, dich darüber auszutauschen. In der Assembly am Lagerfeuer wird jemand von uns sein, irgendwie, der wirst du uns finden und du kannst uns auch, ich sag jetzt einfach mal so, zum Gedankenaustausch natürlich einfach mal kontakten. Okay, danke. Gleichzeitig schreiben geht, glaube ich, nicht. Mache ich Michael immer zuerst. Eigentlich kannst du gleichzeitig gut schreiben. Das ist wieder egal. Sieht nicht so ja, dann aus. Warte ich erstmal ab. Dann schreib du ruhig erstmal. Ihr müsst bloß woanders schreiben. Nein, das war irgendwie nicht so. Ich weiß auch nicht.
Rick. Genau, ich habe also vorher schon was gefrühstückt. Ich leider noch nicht und das merke ich jetzt. Ja, aber ich habe bei mir auch so einen Biorhythmus, der ja nie, ich frühstück meistens, ist spät. Okay,